Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Rakesh Solinder. Ja, richtig, guten Tag. Maria Engel, mein Name. Ich melde mich zurück wegen Ihrer kostenlosen Teilnahme bei der Mediamarkt für den iPhone 7-Gutschein. Ja, Erinnern Sie sich noch daran? habe ich. Sagen Sie bitte, dass ich gewonnen habe. Nein, ich sage nicht zu Ihnen, Oh. dass Sie gewonnen haben, Oh. sondern Sie sind nämlich diesbezüglich von 8000 Teilnehmern Ja. bei der Endauslosung unter den letzten 10 Endfinalisten auch mit dabei, Die ne? letzte 10. Ja. Oh, sehr, das ist ja fast schon gewonnen. Sehr gut. Vielen Dank für den Informationen. Ja, und es sind nur noch vier Preise. Der erste Preis, sollte der erste Preis an Sie gehen, dürfen Sie auswählen, ob wir den Kia Sportage, den Geländewagen oder den Gegenwert von 38.000 Euro für Sie eintragen. Was wäre Ihr Wahl? Was hat denn Auto denn für ein Farben? Den Hallo? Farben können Sie sich dann auswählen. Ja, können Sie denn bitte pink aufschreiben? Okay. Und kann man sich da Und kann man da ein RGB-Farbschema hinschicken oder ist das Standard pink? Aber ich wollte gerne das 7 Regenbogen pink haben. Kann man das machen? ja, das können Sie dann nämlich, Sie, wir werden ja gerufen, ne? Ja. Das können Sie dann dort dann auswählen. Oh, ja, okay, sehr Okay? gut. Ja. Also, das Wichtigste ist hier, dass wir Sie jetzt aktivieren, ne? Ja. Und für den zweiten Preis haben wir für Sie parat eine Einbauküche der Marke Miele oder der Gegenwert von 15.000 Euro. Was dürfen wir hier eintragen? Was ist denn, ist das ein komplettes Küken? Komplette Küche. Hat das vielen Schränken, weil ich habe eine große Familie. Okay, sollen wir dann auch den Gegenwert, Entschuldigung, die Einbauküche eintragen? Ja, können Sie mir sagen, wie viele Schränken hat das Zimmer? Das weiß ich nicht. No. Das können Sie sich dann auch aussuchen. Ach so, kann man freien Auswahl machen? Genau so ist es. Nämlich Sie bekommen den Gutschein von 15.000 Euro. Da Ja. können Sie dann gehen zur Miele, Ja. ja, Ja, sehr gut. bei der Husum zum Beispiel. Ja, da können Sie es dann bewerten. Ja, hat Miele hier einen Filialen? Habe ich noch gar nicht wissen. Da gibt es in Husum ganz bestimmt oder in der Nähe vom Husum gibt es ganz bestimmt eine Filiale. Ja, können Sie mir da Adresse geben? Da kann ich schon mal hinfahren und angucken. Das kann ich Ihnen nämlich nicht, No. Entschuldigung, dafür bin ich nämlich nicht Ach zuständig, so, ne? Entschuldigung. Genau, ich bin Ja. dafür nicht zuständig. Sie rufen nur den Gewinner an. Genau, so ist es, ne? Okay. Und informiere Sie, damit wir Sie aktivieren können für den Ja. Gewinn. Ja. Sehr gut. Und, okay, und für den dritten Preis wird verlost der Sony LED-Fernseher mit einer Bildschirmgröße Ja. von 65 Zoll. Oder der Gegenwert von 4.000 Euro. Was dürfen wir hier eintragen? Können Sie mir sagen, kann man bei dem Fernsehgerät, kann man da einen Fluxkompensator anschließen? Das hat doch bestimmt allen modernen Anschluss. Was kann man bekommen, richtig? Genau. Der Ist das? Sony LED ist es ja auch außerdem. Ja, weil das ist schwierig zu bekommen, ein TV mit, wo kann man seinen Fluxkompensator dran machen. Aber das ist sehr gut, dann möchte ich den bitte haben. Okay. Ja. Und für den vierten Finalisten gibt es natürlich den 750 Euro plus den iPhone 7 vom Mediamarkt, ja? Oh, das normale iPhone oder das kleine? Das iPhone 7, Ja. das normale, Dann kann man auch das ne? kleine bekommen, weil das große, das passt nicht bei meinen Hosentaschen rein. Aha, dann sprechen Sie das dann mit dem Mediamarkt, wenn Sie es gewinnen, ja? Okay. Okay, dann können Sie es dann dort umtauschen, Ja, je sehr gut. nachdem. Sehr Okay. gut. Sie meinen den 5S, ne? Ja, genau. Den kleinen, den benutze ich nämlich auch. Ja, können Sie mir, wer ist das gute Telefon? Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich benutze das seit 2 Jahren und Okay. bin sehr, sehr zufrieden. Haben Sie da eine gute Sprachqualität? Ja, klar. Ja, weil das Zum ist bei mir Beispiel. ist es sehr wichtig, weil ich habe sehr oft mit Kunden sprechen und ich Genau. habe jetzt so alte Telefon und den Kunden dann immer sage, den Aufnahme manchmal zu leise und vielleicht kann man da eine Verbesserung machen, weil das ist ja, sonst werde ich nicht viele Abo bekommen. Da haben Sie vollkommen recht, zum Ja. Beispiel bei der iPhone 5S. Also, das
das ist eigentlich bei den iPhones alles so, dass man von nur irisch, zum Beispiel, wir sprechen jetzt zusammen, die Außergrundgespräche oder Geräusche hört der Gegenüber, der Mensch nicht. Das ist sehr gut, weil ich kann jetzt zum Beispiel bei Sie kann ich hören, da sind viele Leute bei Hintergrund, genau, die wahrscheinlich genau. Ein Party machen. Genau, die hören Sie dann aber nicht bei der, bei dem iPhone hören Sie das nicht. Was für ein Party werden denn Leute haben? Bei Ihnen? Bitte? Ist da Party bei Ihnen? Haben die Geburtstag heute? Nein, leider nicht. Oh, schade. Aber das ist sehr gut, vielleicht kann ich ja dann das Telefon bekommen, wenn ich schon nicht das Auto haben kann. Ja, genau. Also wenn Sie die anderen Preise nicht haben können, können Sie vielleicht den iPhone 7 und den 750 Euro auch gewinnen, ne? Das wäre natürlich also, schon geil, wenn ich Platz 1, wenn ich dann den Pussy Wagon gewinnen kann. Aber ja, klar. Man weiß ja nicht. Man muss ja Glück haben. Genau. Und Sie haben ja schon den Glück getroffen, dass Sie zwischen 8000 Teilnehmern unter den 10 Endfinalisten sind, ne? Ja, das ist so toll. Genau. Und somit haben wir dann auch Ihre Preise bewertet. Des Weiteren erhalten aber die 10 Endfinalisten eine Reise als Geschenk, die nach ihrem Wahl entweder nach Norditalien Gardasee oder nach Frankreich Paris gehen wird, die für 2 Personen 4 Tage, 3 Nächte mit Hotelaufenthalt, Frühstück, Hin- und Rückflug, die auch schon finanziert und vorbereitet ist für Sie. Oh mein Gott. Wohin würden Sie denn gerne reisen? Nach Italien Gardasee oder nach Frankreich Paris? Ich glaube, bei Italien ist jetzt ein bisschen wärmer, oder? Ja, klar. Weil das ist so kalt hier, weißt du, bei uns in Indien, da ist immer so schön warm gewesen und jetzt immer sehr kalt und frieren. Vielleicht kann man dann einmal kurz Aufwärmung bei Italien machen. Kann man da auch dann bei Hotel essen? Ja klar, aber nur Frühstück, Abendessen, Mittagessen und Abendessen gehört zu Ihnen, Herr Solander. Ja, aber kann man da machen? Kann man da bei Hotel Dinner machen? Ich weiß es nicht. Weil ich habe so ein Listen, was will ich einmal bei der Leben machen. Und weil ich esse so gern Nudeln, ich mag Nudeln, ich sehr gern Italienisch kochen. Und ich will einmal bei einem 5-Sterne-Italienisch-Restaurant einmal Pasta und Pizza essen. Einmal von dem Original-Italienisch-Chefkoch. Das kann man das einmal probieren. Und Spaghetti gehört ja auch zu Italienern. Ja, was haben Sie noch für einen großen Plan bei Leben? Was möchten Sie unbedingt noch machen? Ich? Ja? Ich will nur mit meinen Kindern glücklich sein, eine sehr bescheidene Wunsch. Dass sie gesund sind. Also dann würde ich doch gern bei Italien kommen. Und wie kann man damit, muss man da hinfahren oder kann man ein Flugzeug nehmen? Nein, Sie bekommen ein Flugticket. Flugticket? Ja? Von wo muss man da fliegen? Ist das bei Hamburg? Ja. Oder, Sie sind ja bei Husum, ne? Ja, richtig. Und wo müssen Sie dann, wo ist dann der Flughafen? Entschuldigung. Ja, das nächste große ist halt Hamburg Airport. Das fragig. Genau. Und dort von aus können Sie dann, Sie bekommen den Gutschein, ja? Ja. Und da gehen Sie dann zum, Reiseveranstaltung, ja, okay. Und holen Sie dann Ihren Ticket. Ja, das Ganze bekommen Sie auch schwarz auf weiß, da steht auch alle Informationen drauf, ja? Ja, sehr gut. Super. Und wie ist das dann, kann man das machen, wann man möchte, oder ist das eine feste Terminierung? Nein, es hat keine feste Terminierung, es hat eine Gültigkeit von 2 Jahren und da können Sie dann antreten, wann Sie möchten. 2 Jahre? Ich dachte, Sie sagen, das ist nur für 4 Tage. Nein, 2 Jahre hat es eine Gültigkeit, damit Sie den Termin sich selber auswählen können. Ja, ja, aber wie kann sich Ihr Firma das leisten, weil Hotel für 2 Jahre sehr teuer. Nein, nicht für 2 Jahre, sondern die Gültigkeit ist 2 Jahre. Die Gültigkeit, ach so. Ja, Sie können in den 2 Jahren, wann Sie es möchten, antreten. Ach so, antreten, sehr gut. Das ist sehr gut. Sie sind ja mein Glücksengel. Dankeschön. Ja, Sie haben so einen schönen Lachen. Das ist sehr gut. Dankeschön. Von wo kommen Sie denn? Ich bin aus Indien. Indien? Ja. Okay. Sind Sie schon mal bei Indien gewesen? Nein, aber würde ich gerne mal. Ja? Wo würden Sie dann gerne hin? Was möchten Sie gerne angucken? Also ich möchte die
wie heißt das? Entschuldigung, wie kann ich es Ihnen aufklären? Die von den, ja. Das sind die alten Gebäude von Ihnen. Ja, sicher. Taj Mahal. Zum Beispiel die Moscheen, die angestaltet worden sind. Ja. Vor allem möchte ich gerne sehen. Die Moscheen, die große Hauben haben und so. Die sehen wir ja immer wieder. Die haben große Badehauben. Haben Sie Interesse an islamischer Religion? Wie bitte? Ja. Da gibt es eine große Community bei Indien. Sind Sie auch Muslim, oder? Nein, ich bin Hindu. Aber ganz, Sie sind Hindu? Ja, richtig. Okay. Und Sie selber? Aber, also, Leben, da will ich gerne den Ganga, Gandhi, oder? Was war das? Mahatma Gandhi. Das Fluss möchte ich gerne sehen, wo sie die Ding da ein. Ja, die verbrennen ja alle. Oder ist es verschieden? Ja, also dort? Manche Touristen werden wir verbrennen, aber nicht alle. Aber sie müssen dann halt aufpassen, weil da darf man nicht schwimmen gehen. Weil das ist dann, die denken die Menschen, alles klar, der ist schon gestorben. Und dann werden klar. Und dann werden die Feuer nicht zum eröffnen. Schwimmen. Nee, nicht zum Schwimmen, Entschuldigung. Das ist große Beleidigung von der Kultur. Genau so ist es. Das Atmosphäre möchte ich dort sehen. Oh. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Und wann wollen Sie da hinfahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht im Sommer. Ja, das ist sehr gut. Dann müssen Sie vielleicht vorher nochmal anrufen, weil mein Bruder, der ist bei indischer Botschaft bei Hamburg, da kann ich Ihnen mit Visum helfen. Okay, das wäre wirklich super. Ja, sind Sie auch bei Hamburg? Ja. Ja, wo ist Ihr Callcenter? Die bitte, wir sind nicht vom Callcenter. Ja, wo ist das Callcenter? Wo ist das? Welche Stadt? Nein. Das ist kein Callcenter, in Hamburg. Was ist das denn dann? Ist das ein Großraumbüro mit vielen Computern? Genau. Ja, das ist die Lexikon-Definition von Callcenter. Nee. Aber Sie mögen das Wort nicht. Der hat mir Ihnen bei Schulung gesagt, dass Callcenter ist ein böses Wort. Ja? Nee. Nicht? Nein, Entschuldigung. Callcenter ist nicht was Schlimmes, aber wir arbeiten für den Mediamarkt. Ne? Für Mediamarkt, hier für den Elektromarkt, da, wo kann man Computer kaufen? Genau. Okay. Und Mediamarkt ist eine große Veranstaltung, Sie wissen es ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern. Ja, in Indien, ne? Da darf Mediamarkt in Indien, nichts mehr in der Türkei, in Amerika, in London, überall. Ja, da müssen Sie aber, wenn Sie nach Indien gehen, da dürfen Sie nicht sagen, dass Sie für Mediamarkt arbeiten, weil die sind da rausgeworfen worden. Warum die haben, denn? Die haben den Ziegegott beleidigt. Oh Gott, die haben so warum? Ein Werbung gemacht mit einem Rasenmähung, mit so, wo man kann sich draufsetzen zu Rasenmähen. Und da ist kein Mann drauf gewesen, sondern ein Ziege. Und den Ziege hatte der Rasenmähen und dann 800 Inder bei Mediamarkt kommen und anzünden. Und dann Regierung sagt, machst du dich verpissen bei Indien. Also nur wegen der, Entschuldigung, ich habe gedacht, die Ochse war das, glaube ich. Das war ein Ziege, wo haben die beleidigt. Also, das kann man nicht sowas machen. Also die Tiere dürfen wir nicht beleidigen, das ist ja wohl klar, alle Tiere. Nicht nur die Ziege oder sonstiges, also alle Tiere. Ja, was ist Ihre Lieblingstiere? Katzen. Katzen und Vogel. Katze und Vogel. Oh, haben Sie eine Vogel? Ja, ich habe einen Vogel und ich habe auch eine Katze gehabt. Ja. No. Und ist das ein großer Vogel, den Sie haben? Nein, ein Wellensittich. Ach so. Das ist nicht so groß. Ist genau. Es nur einen? Nur eine. Das können Sie nicht machen. Das sind keine Tiere, das kann man alleine hinsetzen. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Aber unser Wellensittich ist so, dass er sich nicht alleine fühlt. Das er können Sie doch gar nicht wissen. Oder können Sie bei Kopf reingucken von den Vogeln? Nein. Aber das, das können wir
also von ihm sehen, nämlich er ist sein Herr, ne? Und Ja. er spielt mit uns und er tanzt mit uns, wenn Ja, er mit tanzen Sie öfter mit Ihren Vögeln? ja. Ja, und ist das, ich kann das helfen bei Vogeldachschaden? Nein. Nicht? Okay, das ist sehr schade. Aber ich finde das gut, dass Sie so gut zu Vögeln sind. Das ist sehr wichtig, auch bei Indien. Ja, und möchten Sie nach Kalkutta kommen? Was ist das? Also wo ist das? Kalkutta, das ist, da ist die indische Ziegenbörse. Da kann man Ziegen erwerben. Ja? Ja, das ist wie bei Hamburg, wie Börsen, nur dass da wird nicht mit Aktienhandel, sondern mit Ziegehaar. Aha, ich höre das zum ersten Mal. Ja, das ist, man kann ja auch nicht so oft mit einem Inder reden. Das Da gibt haben ja Sie vollkommen nicht so recht. vielen von uns und ganz viele auch nicht gerne mit anderen Menschen reden, weil die Angst Nein, vor diskriminiert haben. soll ich Ihnen mal was sagen? Ja, bitte. Ich auf der Welt liebe ich alle Menschen, alle Oh. Tiere, auch die kleinen Ja. Tiere, die in der Erde sind. Ja, liebe Sie auch Stinktier? Wie bitte? Lieben Sie auch Stinktier? Warum nicht? Warum soll man die nicht lieben? Ne, war Es ja nur hat ein wie Fragen. alle Tiere haben einen Grund, auf die Welt zu kommen. Ja, sind Sie ein Vegetarier? Was bin Sind Sie ein Vegetarier? Vegetarier? Wo ich? kein Fleisch essen? Nein, Ach ich so. esse nein. Ich esse nur Obst und Gemüse. Ja, sag ich doch, Veganer Ja, und Vegetarier. genau. Sehr, oh, das ist großer Respekt, das finde ich sehr gut. Und wie Auch lange wegen Sie es meiner, schon machen? ja, auch wegen meiner Krankheit darf Oh. ich auch so kein Fleisch essen, Aber ne? Sie Fleischallergiker, das habe ich schon bei Internet gelesen. Ja, ich habe nämlich eine familiärische Krankheit, das SMF heißt. SMS, ja, das ist, habe ich auch schon oft Probleme mit gehabt. Ja, leider. Und wann Deswegen. können Sie mir meinen Gutschein schicken? Ja, okay. Ja? Ja. Und wann wird es da sein? Innerhalb in den nächsten 7 bis 10 Werktagen, ja? Ja, und muss ich da noch irgendwas machen? Nein, müssen Sie nicht, ne? Oh, das wird so toll. Können Sie mir dann einmal Ihre E-Mail geben? Dann werde ich Sie ein Bild von Ziege schicken. Okay, Ja? werde ich Ihnen dann mit der Gutschein zusammen, bekommen Sie noch von mir meine persönliche Ja, E-Mail-Adresse, ja? können Sie mir jetzt kurz sagen, weil ich habe gerade hier die Bild auf, da kann ich Sie schicken. Okay, Ja. schreiben Sie dann bitte auf Maria Ja. Punkt Engel Ja. 20 Ja. Ja. at Ja. Gmail. Gmail von Google. Ja, Okay. genau, .com. komm. Sehr gut, das ist sehr gut. Dann kann ich Ihnen das schicken. Und wird es bei Okay. Postbote kommen oder kriege ich den Gutschein zu ausdrucken? Sie bekommst mit dem Postboten innerhalb von 7 bis 10 Werktagen, ja? Ja, und muss man das dann, muss man den Nachname machen? Wie Nachname? Bei Postboten, wegen Nein, 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 Transportgebühren von nein. Anschreiben? Sie bekommst. Nein, nein, nein. Es wird direkt auf Ihrem Namen dann zugesendet, ja? Ja, und wann wird denn Gewinnauslosung sein? Der 21. April 2017. An Hitlers Geburtstag? Das kann man doch nicht sowas machen. Was? Da hat Hitler Geburtstag an dem Datum. Da kann man doch keine Party machen. Das ist ja Wer hat schrecklich. dann, wann hat der, wann, wer hat Geburtstag? Das habe ich nicht Ja, verstanden. bei dem Termin von Ihren Auslosungen, da hat Hitler Geburtstag. Sie haben es ja mit dem Hitler nichts zu tun. Der Ja, Hitler ist ja schon gestorben. ich wollte ja, aber manche Menschen sagen, der lebt noch. Ah, was? Der ist doch schon längst gestorben. Ja, ich weiß, aber viele Menschen das nicht glauben. Nee, der soll zur Hölle gehen. Zum Er hat Hölle, so viele Menschen aber Sie umgebracht. haben doch vorhin gesagt, Sie lieben alle Menschen. Ich liebe alle Menschen. Ja, auch die Hitler. Hitler ist schon gestorben, den brauche ich nicht mehr zu magen. Also, und mögen Sie auch Merkel? Nein.
Auch nicht. Und Donald Trump auch nicht? Auch nicht. Ich mag die Politiker nicht. Ich mag das Politik nicht. Und was mit und Putin? Über den möchte ich überhaupt nicht sprechen. No, ja, das kann man auch verstehen. Und was müssen wir Ja. jetzt noch machen? Müssen wir noch eine Aufnahme machen? Eine Aufnahme? Ja, dass Sie mir das schicken. Oder was müssen wir noch machen? Okay, was müssen wir noch machen? Okay, die Hauptsponsoren sind die Zeitschriften, ja, Ja. und mit denen müssen wir sie aktivieren. Sollten sie nämlich Aktivieren. gewinnen, wird der Gewinn von der Zeitschrift finanziert. Also das bezahlt der Zeitschrift, den sie sich aussuchen, Ja. je nachdem. Sie werden keinen Vertrag, wir machen mit ihnen keinen Vertrag und auch kein Abo, ja. Ja. Das ist noch wieder kein Abo, nur, sondern Sie bekommen den Zeitschrift nur für 12 Monate für den Herstellerpreis plus dazu 2 Monate geschenkt, die Zeitschrift. Also Zwei zwölf Monate Monate, kann man das zwölf. zu dem Hotel hinschicken, wo wir hinfliegen? Nee, das bekommt sie nach Hause Ach zugesendet, Herr so. Solinda. Genau. Was wird es Ja? dann kosten? Okay, was wird es dann Ihnen kosten, je nachdem, welchen Hauptsponsor Sie sich auswählen? Unsere Hauptsponsoren sind der Stern, der Spiegel, der Fokus, die Gala, die Bunte, TV Hören und Sehen, Ja. Bild und Funk oder Hör zu. Haben Sie Heft von Tieren? Test von Tieren haben wir leider nur den TV Hören und Sehen, TV Word. Ist es dann mit Meerschweinchen und Ziegen? Ich weiß es nicht, das weiß ich nicht. Und dann muss man das nehmen, dass man halt keinen Gewinn haben? Genau, damit sie No. damit wir es aktivieren können, nämlich die finanzieren ja ihre Gewinne. Und Ach damit so. man ihre Gewinne ihnen übertragen kann, müssen sie eine Teilnahme haben. Eine Ja? Teilnahme. Und wie ist es mit, muss man da eine Steuer bezahlen? Nein. Nicht? Nein. Da müssen sie nur den Hauptbetrag bezahlen, also den Herstellerpreis, zweimal halbjährlich. Zweimal halbjährlich und haben Sie Playboy? Wie bitte? Was Haben haben Sie wir? Playboy? Nein. Okay. Haben Sie The Gangbang aktuell? Nein, wir haben nur den Stern, Ja. den Spiegel, Fokus, Gala, Bunte, TV Hören und Sehen, Bild und Funk oder Hör zu. Ja, was hat denn am meisten Seiten? Stern bestimmt, oder? Genau. Ja, dann finde ich, der Stern ist sehr gut. Okay. Ja. Den Stern bekommt sie dann vom Verlag aus als Was? Hauptsponsor 12 Monaten plus dazu 2 Monaten gratis geschenkt und zweimal halbjährlich zum Herstellerpreis von 109,20 €. Ja? Das ist aber der Aber normale Verkaufspreis. wie bitte? Das ist doch normalen Verkaufspreisung. Das ist der Herstellerpreis. Ach so. Das ist ja Genau. sehr nett Nehmen von Sie. denen. Ja, und Sie bekommen ja 2 Monate noch dazu gratis geschenkt. Ja, jetzt muss ich noch mal eine Frage machen. Sie haben bitte gesagt, Sie lieben alle Menschen. Ja? Warum arbeiten Sie dann bei Callcenter, das Betrug macht? Entschuldigung, wer macht hier Betrug? Ihren Firma und weil Sie für den arbeiten Sie auch. Sie dürfen nicht irgendwo anrufen und Sachen verkaufen. Das darf man nicht machen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entweder wissen Sie nicht von den gesetzlichen Prozeduren, nämlich wenn Sie bei einer Gesetzliche Verlosung nicht Prostituierung. teilnehmen. Entschuldigung, Ja? wenn Sie, hören Sie mir zu, ich höre Ihnen nämlich auch zu. Wenn Sie bei einer Verlosung mit teilnehmen, Ja. ja, es gibt kein umsonstiges, Ja, bitte. wie bitte? Nein, ich höre weiter zu. Okay, also, da müssen Sie auch dann etwas dafür bezahlen, zum Beispiel. Ach, legen Ja, Sie bitte bitte. auf. Ja, das finde ich eine Unverschämtheit. Legen Sie bitte auf. Möchten Sie nicht mit meinen Hühnchen reden? Bock, bock! Nein,